Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, wir müssen die Kampagne fortsetzen. Da gehe ich mal in die Übersicht. Die Verteidigung von Zalesie. Und Mission beginnen. Aber was wollen die eigentlich? Was wir alle wollen, Russ wird aus Polania vertreiben. Ohne unser Militär im Rücken? Tja, Onkel Lech ist anscheinend bislang recht erfolgreich. Der russwirtische Militärattaché soll außer sich sein. Der Nein. Widerstand ist zehnfach in der Unterzahl. Die Sind jeder gefährden Widerstand? lediglich die Waffenruhe. Und bei Gott, die brauchen wir. Aber wieso eine Waffenruhe? Was hat Kaiser Friedrich und Zar Nikolaus dazu bewegt? Gerade jetzt? Das ist eine gute Frage. Finden wir es raus? Finden wir es raus? Meister Ich habe keine Piotr! Ahnung. Meister Piotr! Im Dorf! Widerstandskämpfer! Sie fragen nach Ihnen! Onkel Lech? Nein, aber es ist wohl dringend. Geh zum Holzfällerlager und sag, dass ich bald da bin. Aber ich will. Geh, los! Na gut, Und chill keinen mal. Abstecher zu den Bären! Was für ein Keine Bär? Sorge. Ach, mein Bär! Natürlich geh mal zum Bären. Wir haben ein Primärziel und ein Sekundärziel. Und der Bär Renn mal ist los! wahrscheinlich das Sekundärziel. Mache ich das soweit richtig? So, ich muss einmal ganz kurz in die Einstellung und was nachschauen. Nein, neu beginnen wollen wir auf keinen Fall. Steuerung, Bewegungsgeschwindigkeit, Maus, mach mal die mal bisschen niedriger. Russwirtische Naja. Truppen? Was machen die hier? Weiß ich nicht. Wo sind die denn? Und Oh. wonach genau suchen wir? So einen Schlaukopf, Wissenschaftler oder so. Hier, mitten im Nirgendwo? Okay. Was machen wir hier überhaupt? Wir suchen, wen immer Colonel Zubov finden will. Nein, ich meine hier in Polania. Ist nicht Frieden? Sollten wir nicht nach Hause? Solltest du nicht den Mund halten? Das Letzte, was du willst, ist Zubov zu hinterfragen. Ich Okay. mach mich auf den Weg. Deckung Sehr kann nie interessant. schaden. Dann mal los. So, mein Bärchen müsste irgendwo hier sein, wenn ich der Karte trauen kann. Bin gleich da. Hallo? Oh. Ja, rau zurück. Psst, still. Im Wald sind Russwirts. Das sind Bären. Was zur Hölle ist das? Habt ihr euch verlaufen? Russwirt ist da lang. Erschießt ihn! Nein! Sekundärziel Die können nicht einfach mein Bär erschießen. Genau wie Yannick es mir gezeigt hat. Ja. Ob ich sollte in Deckung gehen? Komm schon, Bärchen. Mach sie fertig. Wir haben sie getötet. Ja. Alles in Ordnung, Wojtek? Wir müssen zum Dorf. Wir müssen Papa und die Widerstandskämpfer warnen. Das Spiel gerade einen Krieg Sieht nach einem angefangen haben sicheren Ort wieder. aus. Also, ich spiele so viele andere Spiele, ich kann ja gerade gar nichts looten. Dann mal Holzfällerlager. los! Na gut. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Kann ich einfach über den Bin Fluss? unterwegs! Sieht so aus. Sieht nicht so aus. Na gut. Hier sehe ich doch Dann ein mal los! Brückelino. Dann wollen wir da mal rüber. Bin ich froh, dass der Bär zahm ist. Ich gehe besser in Oh. Deckung. Nochmal Russwirts. Wen mag ich am wenigsten? Der da. Das sollte jeden niederstrecken. Was machen wir hier überhaupt? Wir suchen, wen immer Colonel Zubov finden will. Nein, Jetzt ich werdet meine ihr hier in erstmal Polania. ausgeschaltet. Ist nicht Frieden? Sollten wir nicht nach Hause? Solltest du nicht den Mund halten? Das Letzte, was du willst, ist Zubov zu hinterfragen. Los, greif ihn an. Bin beschäftigt! Ja. Es tut mir leid. Ihr Ich nicht? mach mich auf den Weg. Das war ja nur Notwehr. Gut, eigentlich haben wir sie aus einem Hinterhalt Alles klar. angegriffen. Das muss ein Ethikrat verhandeln. Ist es Loot? Erste Was auch immer Hilfevorräte. uns weiterhilft. Das sieht nützlich aus. Ja, das leuchtet. Ich kann ja doch Ich looten. mach mich auf den Weg. So, und da ist ein Holzfällerlager. Dann mal los. Warnung! Warnung! Ah, schau! Eine Waldfee!
Elfe. Ich bin eine Waldfee. Feen haben Flügel. Russwirtische Soldaten, ich. Die suchen nach jemandem. Russwirts? Hier? Im Dorf sind Widerstandskämpfer. Wir müssen sie warnen. Bleib hier. Wir machen das schon. Auf keinen Fall. Papa ist im Dorf und ich bin die beste Schützin. Ich komme mit. Sekundärziel abgeschlossen. Alles klar. Wunderbar. Ach, ich kann jetzt alle steuern. Her mit euch, ihr Leute. Kann ich einen in den Mech schicken? Weiß ich nicht. Wir erledigen das. Was erledigt ihr? Geht jemand von euch in den Mech? Das wäre cool. Er ist vor kurzem liegen geblieben. Das Ding geht nirgendwo hin. Mist. Was brauchen Mist, Sie? Mist, Mist. Ich habe drüben noch mehr Russwirts gesehen. Oh, da kommen sie tatsächlich. Sieht nach einem sicheren Ort aus. In Deckung. Da kommen sie! Haltet durch! Weg mit euch, Russwirts. Solltet eh nicht hier sein. Kann ich irgendwie was machen oder funktioniert das hauptsächlich automatisch? Nein, mir direkt in die Fresse. So versteckt er sich bei mir. Wir werden immer besser. Wir werden immer besser? Im Töten? Entschuldigung. Ja? Bin gleich da. Ja, also, ist ja gut, dass man besser wird. So, dann nehmen wir alle mit. Da ist noch irgendwas auf der Karte zum Einsammeln. Na gut, liegt ja auf dem Weg. Guck mal, der Truppe beim Marschieren zuschauen. Bin gleich da. Kann ich mich nicht auf den Bären setzen und reiten? Müsste ich nicht den ganzen Weg laufen? Und das sieht bestimmt sehr beeindruckend aus. Bin unterwegs. So, wir haben gleich die Vorräte erreicht. Oh, was ist denn hier? Nur eine Kiste, die irgendwie am Wegesrand liegt. Bin gleich da. Sah ein bisschen wie Dynamit aus. Nee, hinter uns sind Feinde. Feinde, Feinde, Feinde. Bin unterwegs. Ab ins Gebüsch. Bleibt in Deckung. Oh, da kommen sie schon. Attacke. Attacke. Wieso verstecken wir uns gleich? So läuft doch kein Krieg. Ja, aber jetzt mal hier schön ausschalten. Komm her, Junge. Das werden wir jetzt sicher. Sehr gut, alle ausgeschalten. Und mein Bärchen geht noch gut. Das ist die Hauptsache. Oh je. Oh nein. Bastarde. Dafür werden sie bezahlen. Die können doch nicht einfach Zivilisten abschießen. Das kann ich machen. Achso, das sind Russen. Na gut, das erklärt's. Ich mach mich auf den Weg. So, alles gut hier? Hilfe! Hier drüben! Deckung! Komm schon! Komm schon! Nimm ein Gewehr, du Bier! Ein Held ist deinen Rang aufgestiegen! Ah, sehr schön! Komm schon! Deckung, Deckung, Deckung! 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 Nehmt doch Deckung. Sehr gut. Fürs Erste. Danke. Du hast uns den Arsch gerettet. Das war mein Bier. Was ist passiert? Russwirtsoldaten. Sie kamen kurz nach den Rebellen. Sie suchen einen Dibowski. Einen Professor. Und mein Vater? Der versteckt sich mit anderen beim Marktplatz. Wir müssen ihnen helfen. Kein gutes Versteck. Die haben Mechs und schwere Waffen. Ich komme mit. Mein Bruder und seine Familie sind noch da. Wir kommen alle mit. Oh Mann. Oh, ich werde schon schauen, dass ein paar von uns überleben. Was brauchen Sie? Bin gleich da. Sollte vielleicht nicht direkt auf dem Weg laufen. Egal. Hier liegen noch irgendwo Vorräte, wenn ich das richtig sehe. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ich mag den Enthusiasmus. Gebt uns den Professor! Wir wissen, dass ihr ihn versteckt! Wir kennen keinen Professor! Vorsicht! Komm schon, macht sie fertig! Erwidert!
Vorsicht, Bärchen. Lasst uns einfach in Ruhe. Die hören nicht zu. Und das sieht danach aus. Genau wie Yannick es mir gesagt hat. Sind sie weg? Nein, bleibt in Deckung. Womit andere Seite. Wieso sind die jetzt genau da? Kratz ihn. Kratz ihn mehr. Sieht so aus, als wären wir jetzt sicher. Da steht doch noch einer. Oder ist der gestorben? Glaubt, der ist tot. Der lehnt nur so cool an der Mauer. Hier mit den... Klar doch. Mit den Hellfuriten. Mir geht's nicht so gut. Gemütlich. Wohin als nächstes? Ich hätte ja gesagt zum Marktplatz. Wer ist ein braver Bär? Wie kann ich helfen? Kommt mal raus hier. Wie kriege ich die denn wieder raus aus dem Haus? Ja, dann mal los. Sü. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Schön in Deckung bleiben bei den Grabsteinen. Kann gar nichts schief gehen. Und falls jemand von uns drauf geht, liegt da schon richtig. Deckung kann nicht schaden. Oh, da kommen sie. Auch mehr. Da kommen sie. Oder spürt die Konsequenzen. Ja, ihr spürt jetzt Konsequenzen. Nein, tödliche Gewalt. Meine unliebste Form von Gewalt. Bitte vergebt mir. Warum? Die wollten uns töten. Diesmal haben sie was gesagt. Deckung kann nie schaden. Mitten auf der Straße ist es aber nicht gut gedeckt. Bin gleich da. Oh, da kommen sie. Gesichtet. Ich gehe besser in Deckung. Na. Na, ob das so gute Strategie hier ist. Wir brauchen definitiv mehr Kampfbären. Das ist der beste Mann. Waren das schon alle? Oh, wir heilen sogar hoch. Na gut. Bin unterwegs. Dann müssen wir die anderen jetzt retten. Deckung kann nie schaden. Da ist ein Sniper. Annas Vater. Sieht wunderbar. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Primärziel abgeschlossen. Warnung, da sind böse Leute hier. Psst, Anna. Nicht so laut, das sind doch die Russen jetzt. Was soll das? Du solltest nicht hier sein. Ich... Entschuldigung. Im Wald. Es tut mir leid. Papa, ich hab... Ich... Da uns keiner von euch Professor Dibowski ausliefern will, holen wir ihn uns selbst. Stellt alles auf den Kopf! Findet den Professor! Sind das viele. Keinen Ton. Und bleib, wo du bist. Ich locke sie weg und komme zurück, sobald sie fort sind. Was wollen die? Wieso sind sie hier? Bleib hier. Nein! Papa! Ihr wollt Professor Dibowski? Hier bin ich! Holt mich doch! Was zum... Was macht denn mein Papa da? Oh je, ob der das überleben wird. Los, alle hier sammeln! Verteidigt euch! Wieso sind wir nur noch so wenige? Eben sind Gegner! Es geht los! Greifen uns an! Bär, greif an! Sehr gut. Nein, mein Bär! Komm her, Junge! Komm schon! Du Bärchen musst dich auch decken! Noch nicht. Es sind noch Russwirts im Dorf. Warum lassen die uns nicht in Ruhe? Vielleicht, weil wir auf die schießen. Die Dorfbewohnern. Deckung kann nie schaden. Na gut, das sind zumindest unsere Dorfbewohner. Hallo, Verbündete. Ich brauche mal Gesundheit. Machen. Ich höre. Bin gleich da. So, dann wollen wir mal die anderen retten. Die anderen. Also hier ist auf jeden Fall ein Ziel. Da. Komm, wir helfen euch. Nicht sterben. Nicht sterben.
Widerstand. Sehr gut. Und da sind noch mehr. Wo ist jetzt? Komm schon, erst Gesundheit, dann feuern. Komm schon, Bärchen. Das kann ich machen. Oh, sehr gut. Halt mal den aus. Sehr schön. Ein Glück gibt's hier keinen Friendly Fire. Ein Glück gibt's hier keinen Friendly Fire. So, ist das Primärziel noch nicht erfüllt hier? Wird noch angezeigt. Schauen wir mal. Nee, das ist die falsche Richtung. Definitiv die falsche Richtung. Dann wollen wir mal zu dem anderen Ziel. Du sollst nicht in Deckung gehen, du sollst einfach laufen. Einfach laufen. Oh, hier sind noch mehr. Ab ins Gras, beziehungsweise ins Weizenfeld. Schießt, erwidert das Feuer. Der Feind ist im Feld. Ja, Yannick hat dir gute Sachen gezeigt. Oh, da sind hier noch mehr. Das ist aber ungeschickt für die Feinde, dass sie sich da verschanzt haben. Das ist ja so ungeschickt. Komm schon, Bärchen, kratz. Wir haben das jetzt unter Kontrolle. Aber andere im Dorf brauchen vielleicht noch Hilfe. Oh, das sehe ich auch so. Warum hat dein Vater behauptet, er sei dieser Professor? Woher er wollte sie natürlich wissen? Nur weglocken. Sie scheinen nicht zu wissen, wie der Professor aussieht. Ja. Klingt logisch. Da bin ich mir nicht so sicher. Sein Arm hat komisch geleuchtet und er hat einfach mich ausgeschalten. Der Widerstand! Helfen wir ihnen! Ich werde mal einen Blick reinwerfen. Nein! Nicht ins Haus. Unten bleiben! Komm schon! Deckung und Feuer! Ich bin hier, um euch zu helfen! Machen wir es kurz und Nein, sie sind durch die Mauer gebrochen! Er hat mich aber abkassiert hier. Komm schon. Oh, hier liegen zwei Waffen. Und Granaten. Nicht zu fassen, ein Mädchen hat uns gerettet. Ja. Die Rebellen? Was ist hier los? Weiß nicht. Wir haben nur einen Brief unseres Chefs seinem Bruder Piotr überbracht. Dann griffen die Roswiets an. Piotr Koss ist mein Vater. Was wollten die von ihm? Sie sind Onkel Lechs Nichte? Das erklärt manches. Kommen Sie mit? Wir wollen zurück zur Gruppe. Nein, tut mir leid. Ich muss Papa finden. Schade. Der Widerstand braucht Leute mit Eiern. Viel Glück. Ich hab Eier. Was auch immer uns weiterhilft. So. Hier mit der Medizin. Die tut gut. Und jetzt, was haben wir hier? Ich bin zufrieden mit dem, was ich hab. Okay. Wohin als nächstes? Rüsten uns jetzt mit Granaten aus. Na, auf jeden Fall. Was machen wir jetzt? Schrotflinte. Granaten jetzt einsatzbereit. Das ist schön. Sind unterwegs. Bereits ausgerüstet. Ja? Wunderbar. Ich mach mich auf den Weg. Ist ja gut. Macht euch alle ruhig auf den Weg. Hier liegt noch ein Kistilein. Deckung kann nie schaden. Ja. Das sag ich doch immer. Solange mein Bär niemanden deckt während des Einsatzes, weiß ja nicht, ob er seine Pubertät schon überwunden hat und sich zurückhalten kann. Sehr gut. Wir sind wieder gesund. Weiß gar nicht, ob wir es gebraucht hätten. Ist egal. Hier haben Struggle noch andere Dorfbewohner. Da wollen wir doch gleich mal hin. Dann mal los. Die haben hier irgendwas vor. Bleibt in Deckung. Wie kann ich denn meine Granaten jetzt überhaupt ausrüsten? Vorsicht, Bärli. Haltet durch. Wir werden euch helfen.
Spezialattacken. Oh, ich kann so Granaten werfen. Auf ihn. Ja, das will ich hoffen. Los, Granate. Wer zur Hölle ist das? Rufen wir Verstärkung. Danke. Das war knapp. Es ist noch nicht vorbei. Los! Nein, hört auf zu fliegen. Schnappt sie! Was ist? Oh oh. Mein Bär geht auf Alleingang. Ich bin beschäftigt. Unten bleiben. Los, Wojtek. Bleib in Deckung. Nein, mein Bär. Schön in Deckung. Ja, erwidert das Feuer. Granaten können die Karten werfen. Schlachtruf! Ah! Das war knapp. Was wollten die Bastarde hier? Ja, den Professor. Sie suchten jemanden, aber mein Vater hat sie weggelockt. Ich sah, wie er die Brücke zerstört hat. Es war kaum zu glauben. Dann ist dein Vater für alles verantwortlich? Red doch keinen Unsinn! Wir vergeuden Zeit. Mein Vater ist nach Norden geflohen. Wir müssen ihm helfen. Ist das so? Willst du wirklich einen von uns den Roswitz überlassen? Komm schon. Er ist keiner von uns. Wir sollten ihm trotzdem helfen. Er hat uns was zu erklären. Dann mal los. Na gut, ich führe euch hin. Wie kann er mit euch? Meine Einheit. Werden ja immer mehr. Dann mal über die Brücke. Es garantiert keinen Hinterhalt. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Eine Waffenkiste. Was auch immer uns weiterhilft. Klar. Nochmal Granaten. Hä? Was machen wir jetzt? Granaten ausrüsten. Schnappt sie euch! Ja, auf jeden Fall. Okay, ihr rüstet es gerade aus. Granaten jetzt einsatzbereit! Wunderbar. Ja, bin unterwegs. Ich gehe besser in Deckung. Ja. Deckung ist wichtig. Haltet Abstand! Was? Mich? Benutzt Granaten und zielt auf den Rücken. Da ist die Panzerung dünner. Verteidigt euch! Wir brauchen Anti-Mech-Waffen. Granaten! Nein, mein Bär wird verbrannt. Das soll auf den Rücken zielen. Weg mit dir, Mech. Das ist gut. Das ist produktiv. Au. Erster Mech down. Der erste Mech down. Weiß ich nicht, zum nächsten Missionsziel hätte ich mal gesagt. Weg. Ich hab da drüben noch mehr Roswitz gesehen. Nein, Roswitz. Was sind denn das für Waffen? Ich bin hier, um euch zu helfen. Kann jemand noch einen Schlachtruf machen? Ja, schnapp sie dir, Junge. Aber pronto, wir sterben hier gleich. Wie viele sind es noch? Ich hoffe nicht viele. Für beide Seiten. Oh je, ich bin echt gebeutelt. Hier, ihr nehmt mal. Nehmt jetzt die Anti-Mech-Kanonen auf. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So, die rüsten sich aus. Vielleicht machen wir zwei auf Anti-Mech-Kanonen. Genau das Richtige gegen Mechs. Anti-Mech-Kanonen sind feuerbereit. Okay. Wie kann ich helfen? Ich brauche Gesundheit. In rauen Mengen. So langsam wird's nötig. Alles klar. Nein! Da ist einer! Brauchen Sie irgendwas? Was ja, Granaten. Irgendeine Panzerung, die durchlebt. Legt los! Los! Da drüben ist es sicher. Sie greifen uns hier an! Nein! Meine Granatenleute sind gestorben. Meine Anti-Mech-Waffen-Leute. Na komm schon. Wir haben schwere Verluste. Wir sollten zurück zum Dorf. Vielleicht schließen sich uns mehr an. Das hoffe ich. So, rüstet die schön aus. Anti-Mech-Kanonen sind feuerbereit. Wunderbar. Ja? Ich verstecke mich. Schön die Gesundheit einsammeln. Was?
immer uns weiterhilft. Bevor wir angegriffen werden. Was ist passiert? Unser Hof! Da hinten! Wir wurden angegriffen! Kümmere mich gleich drum. Und die anderen schießen aus den Fenstern. Aber sie brauchen Hilfe! Geh zum Dorf. Wir schauen, was wir tun können. Neues Sekundärziel erhalten. Komm schon. Renn doch nicht aufs Schlachtfeld, du dämlicher Junge. Trupp ausgeschaltet. Sehr gut. Und der lehnt schon wieder so cool an der Mauer. So, jetzt wollen wir mal den Hofbewohnern helfen. Das sieht doch ganz gut aus. Deckung ist wichtig, wusstet ihr das? Lauf doch durch den Wald. Da seid ihr geschützt. Ich hatte mir vor, aus der Deckung zu gehen. Yeah, Granate rein. Sehr gut. Sie hatten ihre Entscheidung getroffen. Das sehe ich auch so. Komm schon, Angriff. Sind schon unterwegs. Wo ist Marek? Ihr Sohn? Er ist im Dorf. Danke, vielen Dank. Gern geschehen. Das hilft vielleicht. Klar doch. Ja, mit der ersten Hilfe. Besser als nix. Ich mach mich auf den Weg. Gut, ihr geht ins Dorf. Ich gehe zum Wegpunkt. Hier ist irgendwo noch ein Container. Da ist er ja. Mit schöner Gesundheit. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Nee, so sicher wirkt es gar nicht. Vorsicht! Es reißt uns in Stücke, wenn wir frontal angreifen. Erledigen wir diese Bastarde! Nein, ich will nicht in Stücke gerissen werden. Ja! Noch ein bisschen! Ja! Ja? Dann mal los! Unten bleiben! Angriff! Wir haben es geschafft! Alles klar! Sehr gut. Ja, mit der Gesundheit. So. Ich würde sagen, das war mal ein erfolgreiches Manöver. Ich glaube, wir sollten. Ich nehme sie ins Visier! Mach das mal kaputt. Mach das mal kaputt. Weiter! Nein, wir greifen uns selbst an. Ich habe gerade die Hälfte meiner Einheiten ordentlich Leben gekostet. Ah, ich wünschte, das Spiel hätte mich gewarnt. Jetzt geht's uns gar nicht mehr so gut. Vor allem meine Grenadiere sind nicht mehr so frisch. Ah, da kriegt man neue Gesundheit. Müssten es nur bis dahin irgendwie wieder aushalten. Ja, habe ich wieder voll versaut. Ist mein Vater hier? Sie haben sich in den Häusern verschanzt. Da stehen sie nicht lang durch. Die Mechs zerstören die Gebäude. Kommt, wir müssen ihnen helfen. Und das sehe ich auch so. Neues Primärziel erhalten. Erstmal Gesundheit. Granaten bereit. Wir werden es bemannen. Sehr schön. Wie geht's weiter? Ihr sucht euch Deckung. Beeilung! Komm schon. Damit. Ich hab sie im Visier. Ja. Ein Bär muss ich jetzt nicht opfern. Nein, komm weg, Bär. Das ist nicht gut. Das sieht doch gut aus mit dem MG da unten. War eine gute Entscheidung, das zu bemannen. Sehr gut. Vorsicht! Oh, hier gibt's noch mehr Mechs. Fuck, meine ganze MG-Besatzung ist dahin. Schießt! Schießt um euer Leben! Oh, so viel sind wir echt nicht mehr. Das ist nicht gut. Nicht gut! Komm schon!
Komm schon, schafft es. Ja? Du auch, Bärchen. Sehr gut, der Mech ist down. Wir werden angegriffen, wusste ich noch gar nicht. Alter, haben wir viele Verluste. Anna, was machst du hier? Na, dich retten. Du hast gesagt, ich soll warten, aber... Ich hab nicht gewartet. Ist ja gut. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ach, schon okay. Komm, es gibt viele Verletzte. Wir helfen ihnen. Dann gehen wir nach Westen, wo sie uns nicht finden. Was hast du getan, Piotr? Wieso suchen sie nach dir? Er hat ihnen nur gesagt, was sie hören wollten. Er hat unser Dorf gerettet. Dann sag mir. Oh oh. Er sieht unfreundlich aus. Dem möchte ich nicht in der dunklen Straßengasse bei Nacht begegnen. Den zwei da hinten auch nicht. Oh je. Da bin ich aber platt. Die sind schon coole Mechs. Danke, mein Bär. Hoffentlich geht's dir gut. Papa. Ich versuche hier das nur nachzusynchronisieren. Mach vielleicht einen besseren Job als die Originalsynchronsprecher. Professor, es war nicht leicht, sie zu finden. Aber nur vielleicht. Sehen Sie, genau deswegen brauchen wir Zugang zu der Fabrik. Ihr nettes kleines Spielzeug hat gerade modernste russwirtische Technik zerstört. Könnten Sie mir wohl auch so etwas besorgen? Ich habe keine Ahnung, wie man in die Fabrik kommt. Da habe ich aber was anderes gehört. Sie und Ihr Freund Steinmetz sind die Schlüssel dazu. Sehr dramatisch. Das war's hier. Nehmt ihn mit. Jawohl, Kolonel Zubov. Nein, die entführen ihn. Ist es jetzt vorbei? Nee, noch nicht. Gerettet. Ha! Ihr Vater ist doch an allem schuld. Piotr war ein Lügner. Er war nie einer von uns. Marius, Konrad, Antoni. Sie sind alle tot. Wir müssen meinen Vater finden. Sind noch nicht genug Menschen gestorben? Einen Dreck werden wir tun. Verschwinde! Sie sind nach Nordosten. Zu den Gleisen. Danke. Na gut. Mit Bärengeschwindigkeit zum Feind und zum Papa.